hier, Leben Wrestling. WWE an MJF interessiert. Laut Andrew Zarian hat WWE ernsthaftes Interesse an AEW-Star MJF. Zarian verriet, dass die Offiziellen bei Fox und USA ihm versichert haben, dass es Gespräche über MJF gegeben hat. Zudem habe eine interne WWE-Quelle bestätigt, dass man an MJF interessiert sei und er alles mitbringe, was WWE sich bei einem Star wünscht. MJF soll jedoch wohl noch bis 2024 bei AEW unter Vertrag stehen. Er selbst äußerte sich bereits zu dem Gerücht und heizte ein Wettbieten um seine Dienste im Jahr 2024 an. Weitere Details zum Vertrag von Kevin Owens. Wie bereits gestern berichtet wurde, hat Kevin Owens einen neuen Vertrag bei WWE unterschrieben. Dave Meltzer hat nun Details zum Arbeitspapier bekannt gegeben. Laut Meltzer handelt es sich dabei um einen Vertrag über 3 Jahre, zudem soll Owens zwischen 2 und 3 Millionen Dollar verdienen. Streit in der McMahon-Familie? Der ehemalige WWE-Referee Mike Chioda hat sich während eines Auftritts beim Monday Mailbag-Podcast zu den Beziehungen innerhalb der McMahon-Familie geäußert. Laut Chioda soll es demnach vor allem zwischen Triple H und Shane McMahon Probleme gegeben haben, welche zu einer langen Funkstelle geführt haben sollen. Diese Probleme sollen ein Grund für die lange Abwesenheit von Shane gewesen sein. Der Ursprung war laut Chioda die Beziehung zwischen Triple H und Stephanie McMahon. Shane hat heute zudem keine offizielle Funktion beim Marktführer, was laut Chioda durchaus auf die Anspannung zwischen den Familienmitgliedern zurückzuführen sein kann. Chioda ergänzte weiter, dass sich im Laufe der Jahre vieles geändert habe und es durchaus auch Machtspiele gegeben hat. Die Beziehungen innerhalb der McMahon-Familie seien heutzutage nicht mehr so gut wie damals und mit der früheren Zeit nicht zu vergleichen. Warum will Eddie Kingston nicht zur WWE? Eddie Kingston war kürzlich beim Swerve City Podcast zu Gast und hat sich zu einem Engagement bei WWE geäußert. Der Mad King erklärte, dass er keinen Gehaltscheck von einer Company möchte, ohne etwas dafür zu tun und ohne wertgeschätzt zu werden. Laut Kingston sah WWE ihn als nicht gut genug für ihre TV-Shows an. Kingston ergänzte, dass er aus diesem Grund auch einer Company helfen möchte, neue Stars zu kreieren. Kingston steht bekannterweise seit 2020 bei AEW unter Vertrag. AEW-Star verletzt. Wie Fightful.com vermeldet, ist AEW-Star Mark Quinn verletzt. Quinn fehlt bereits seit einigen Wochen. Um was für eine Verletzung es sich handelt, ist unklar. Ebenso ist noch nicht klar, wann er wieder in den Ring steigen kann.